Zombie Apocalypse. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Disney Dreamlight Valley. Wir haben ja schon lange nichts mehr hier gewuselt. Also ich habe so zwischendrin gewuselt gemacht, aber nichts aufgenommen. Heute mal als Fee im süßen Kleid. So, wir haben heute tatsächlich einiges vor. Gestern, ja. Ich hätte gern meinen Belohnung. Lila Hütte. Unglaubliches Eichhörnchen, Pizzaplanet. Ah, das hier mit Piratenkarte und das da. Mike und Sallys Haus. Was haben wir? Achso, das ist so ein Skin dafür. Nee, die haben ja das von der Monster AG. Tatsächlich würde mich nur das hier interessieren. Genau, mit der Karte und dem Jungbrunnen. Geschenktüten wären natürlich für Weihnachten auch wieder cool, aber ich denke, die werden bestimmt demnächst wieder reinkommen. Aber wenn, dann würde ich das hier eventuell kaufen. Eventuell. So, wir müssen aber hier unseren Sternenpfad nämlich noch fertig machen. Ich hab ganz viel gesammelt, also Aufgaben sind fast nichts mehr da. Ich habe alles runtergeradert für euch und ich habe aber nichts mehr gekauft. Das heißt, wir werden jetzt alles einmal hier zusammen durchkaufen. Shopping waren schlechthin. Und dann schauen wir mal, was wir weitermachen. Also, kaufen wir jetzt erstmal von letzter Seite. Wir wollen auf jeden Fall Mikey Lotzkowskis Dings da. Wir wollen auf jeden Fall hier Monsterflügel. Wir wollen auf jeden Fall den Susi und Strolchtisch. Wir wollen auf jeden Fall hier den Plüschi umdekorieren. So. Dings haben wir schon gekauft gehabt den einen Tag, weil ich noch was brauchte. Dann das andere Plüschi hier. Natürlich wollen wir die monstermäßige Medusa-Frisur auf jeden Fall. So, hier. Da auf jeden Fall das Schwaneboot. Den schicken Torbogen. So, dann gucken wir mal hier durch. Auf jeden Fall hier die Palettenkanister. Und natürlich den Anzug. Und dann haben wir noch 105 übrig. Hier dann auf jeden Fall die Kaffeemaschine. Und den kleinen Brunnen. So. Jetzt ist die Frage. Wird jetzt glatt, aber auf jeden Fall mal die Motive hier kaufen. Beziehungsweise hier die Monsteraugen auf jeden Fall. Falls es irgendwas Halloween-technisches. Haben wir gar nicht. So, wir haben jetzt noch 20 übrig. Hier auf jeden Fall hier das olle Strickjäckchen nehmen. Und dann haben wir aber auch schon gar nichts mehr. Wir bräuchten noch 20. 25. Weißig. 50. Dings. Also müssten wir theoretisch eigentlich die Aufgaben hier fertig machen. Dann hätten wir noch 10 übrig. 10! Der
10 Kanister übrig. Guck mal, wenn wir 10 Kanister kaufen, kosten die 100. Wir können ja mal gucken. Ja, wir können ja mal gucken, ob wir eine der Aufgaben auf jeden Fall hier die Diamanten und die Dings vielleicht noch finden, weil ich sehe nicht ein, dieses musikalische Ding herzustellen. Das ist schweineteuer. Gucken wir hier mal bei allen durch. Ist gekauft. Das ist wirklich schweineteuer. So, und dann haben wir hier noch aktuelle Herausforderungen. Vajana. Das wird lustig. Herausfordernd. Komm in die Inselstimmung. Verschöne dein Dorf mit Dekorationen aus der Welt von Vajana. Oh, da werden wir unten auch was Schickes machen, ja. Abstimmung. Hier, Superhelden. Hier. Ja, ich warte da drauf. Ich warte da drauf, was ich da kriege. Ich bin so gespannt. Wenn ihr euch noch erinnert, habe es gar nicht im Stream gemacht. Sollten hier, ich habe so ein tolles Zimmer gemacht mit Merlin. Das kann ich euch dann gleich nochmal zeigen. Dann stimmen wir hier jetzt nochmal schnell ab. Dann haben wir das auch durch und dann schauen wir mal. Was soll da jetzt superheldenmäßig sein? Da gibt es, glaube ich, ein keine Ahnung. Also ich habe mich ja auch Maleficent-mäßig gemacht. Hier, das ist, wie heißt er? Hier von Austin Powers, Dr. Evil. Hier, das soll Harlequin aus Suicide Squad sein. Lass ich mir nur eingehen. Ja, das soll auch super. Ich habe auch einen auf Super Schurken gemacht, aber. Hä? Also, das ist schwer. Das ist ein ganz, ganz schweres Thema. Da bin ich auch ultra, ultra vorsichtig. Ja, das hier sieht zum Beispiel so super Schurkenzentrale, also so Heldenzentrale mäßig aus. Lass mir eingehen, aber was soll das sein? Das ist hier Kim Possible. Einfach nur das ist klar, dass die Leute das gekauft haben, wie blöd bei dem Thema. Dann Ritter ist zwar jetzt nichts Besonderes. Ich glaube, das hier soll Gomorra sein von The Avengers. Also das ist ein super duper 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 schweres Thema. Also da enthalte ich mich auch, weil ich auch nicht wirklich viel mehr habe. Aber ich sehe es nicht ein. Die haben einfach nur dieses Superheldenkostüm im Shop gekauft und das war's dann. Und nee, dafür stimme ich ganz bestimmt nicht ab. Wer soll das darstellen? Ich habe keine Ahnung. Also es ist schwer, es ist ultra schwer. Ich werde auch nur die 50 hier machen, die man da machen soll.
Hier zum Beispiel Lumière ist im Film im Endeffekt eigentlich einer der Helden, weil er versucht ja seinen Herrn das Biest zu retten. Sowas lasse ich mir eingehen. Das ist, wie gesagt, das ist ein super duper schweres Thema. Also nur dieses Klamottenzeug immer. Was soll das da? Das ist schwer, ist wirklich ultra schwer. Hier von. Hier, X-Men, die Formwandlerin. Oder hier, das soll, ach, wie heißt sie denn? Catwoman darstellen, denke ich. Aber was ist das? Wie gesagt, das ist ein schwieriges Thema, ultra, ultra schwierig. Also, da hauen wir jetzt noch schnell einmal noch zwei durch, die einem gefallen könnten. Hier von Ost, die Hexe könnte das sein. Das sieht schick aus. Und das geht auch zum Beispiel hier. Einfach ein Astronaut. Die Helden der Menschheit. Da, wir haben aber die 50. Das heißt, wir haben unser Dings gekriegt. So. Genau. Hier einiges neu freigeschalten. Wie viel Geld haben wir dann eigentlich noch? Wir müssten eigentlich kochen. Wir müssten auf jeden Fall heute mal dieses Eizeug da wuseln. Heißt, wir werden jetzt ganz kacki frech. Das ist ein Monat geballert. Ah, sei hier Gast, sei hier Gast. Wir bedienen ohne Hast. So, wir brauchen aber noch ein bisschen Kürbis, Kürbis. Kürbis. Ah, wir müssen Kürbis ernten. Hoffen wir, dass da nichts Teures dabei ist. Wir werden jetzt hier nur 3, 4, 5 Gerichte kochen. So viel wie der Kürbis so ein bisschen hergibt. Werden wir hier gleich die Ostersachen mal durchgucken, was wir da machen müssen. Und dann heißt einfach mal gucken, was wir an Quests weitermachen könnten. Weil wir müssten auch irgendwann mal wieder nach Rift in Time rüber. Und dort mal weitermachen und die Gebiete freischalten. Da fehlt uns ja auch noch einiges. So, dann noch eins. Sammeln wir doch gern. So. Müssen wir unbedingt das Lager mal weiterbauen. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. Ich wollte dich da wegmachen. So, dann gehen wir mal schnell verkaufen, eine Runde und das Röckchen gucken. Achso, ich wollte euch das Zimmer zeigen, was ich eingereicht habe. Das können wir gleich machen. Los, Goofy, komm an Mann. Beziehungsweise an Frau. Ja, lass mich doch kaufen. Ich find's ja wirklich unglaublich. Oh.
So, ich habe nämlich schon angefangen, hier tatsächlich ein bisschen umzudekorieren, ihr seht. Hier sind noch die Osterbüschis, das heißt, wir können auf jeden Fall die Oster-Challenge hier noch fertig machen. Die habe ich nämlich ganz vergessen. Vor lauter, ich habe ja hier schon angefangen. Und ursprünglich standen ja die ganzen Gebäude von dort da drüben, aber das gefiel mir nicht. Deswegen werde ich hier jetzt den Mickey-Mini-Bereich und Goofy machen. Hier werde ich so eine Art Eventplatz hinsetzen, sag ich mal, wo dann hier der Jahreszeit entsprechend immer angepasst wird. Und hier ist dann, warum auch immer ich diesen ollen Stuhl hier habe, ich habe keine Ahnung, der ist irgendwann hier aufgetaucht. Und seitdem steht er da. Und dann mache ich hier so ein schönes Café. Ich habe auch noch ein Häuschen. Warte mal, ich weiß gar nicht, kann ich das platzieren? Ich muss mal gucken. Ach, Häuser, genau. Ist in diesem Dorf. Schiff, genau. Häuser der Spieler. Genau, ich habe ja noch so ein cool Pilzhaus, ein blumiges, ein Quietscheentchen, Buchhaus, ein Christmas-Style, das Albtraumschloss, Eisfestung. Ich weiß gar nicht, was ich alles habe. Das habe ich ja oben, das ist ja meins, aber das hier wollte ich gerne. So eine französische Bäckerei. So. Genau. Das Coole ist, in den Häusern, die kann man nämlich betreten. Und ja, man kann sie dann nämlich einrichten. Das heißt, ich muss Stockwerke technisch oben bei mir gar nicht so viel wuseln, sondern ich kann diese verschiedenen Häuser platzieren und kann die dann auch themenbezogene Zimmer machen. So, dann gucken wir nochmal schnell Dagobert rein und dann... Die haben wir schon. Zeit ist Geld, sag ich auch mal. Zeit ist Geld. Monster AG, Stuhl der Lachabteilung. Oh, nehmen wir mal mit. Haben? Die habe ich auch. Boah, heute gar nicht so viel drin, wo ich sage, okay, das will ich gerne haben. Oh, eigentlich so gut wie gar nichts. Nichts Berauschendes, wo ich sage, ja. Hallo. Ohne Abenteuerschiebe. Oh. Die nehmen wir mal mit, wenn wir den West wieder so ein Kostümschnittig nagieren. Ich hoffe, mein Geldspeicher hält sich später. Oh. Die 20.000 sind ein Schlüssel. Monster AG-Tisch, oder? Couchtisch mit goldener Mauer. Ja, kaufen wir den mal. Ah, nichts Berauschendes. So. Und wieder raus. Das heißt, wir werden jetzt craften. Nee, wir müssen erstmal die Tafel leer machen. Gibt's hier auch Fernsehen? Ich mach mich richtig gut im Fernsehen. Danke, Leute, ich bin noch den ganzen. Um Gottes Willen. So, ne, hier wird dann ein süßer Garten in der Mitte gemacht. Ja. Das ist, wie gesagt, das ist dadurch, dass wir am Anfang sind. Da kommt so viel dazu. Ihr seht ja auch hier, ist vom Beast. Hatte ich ja für das Foto gemacht. Das muss ich auch irgendwann nochmal ein bisschen umgestalten. Weil ich habe ja hier von ihm ja dieses Gewächshausbereich gekriegt. Du bist in meinem Restaurant immer willkommen. Kriegt man Blumen. Und das muss ich auch irgendwie noch integrieren. Und ja, ihr seht, es ist viel, 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 viel. Ich will hier, wobei ich denke, das werde ich nach unten verfrachten und hier dann so eine Art Feenwald hinsetzen.
Ja, hier so ein Festplatz. Ja, das nach unten verfrachten. Weil das Einzige, was tatsächlich so bleibt, wie es, denke ich, ist, ist hier mein Garten links und hier so dieser Park. Den werde ich tatsächlich nicht mehr verändern, sondern so lassen. Vielleicht den Brunnen tauschen, aber da bin ich mir auch noch nicht sicher. Ja. Von dem Dekorieren, das ist ja immer schwierig. Man ändert ja immer, es kriegt was Neues dazu. Und wir haben ja auch viele, 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 viele Sachen noch gar nicht, wo andere Spieler haben. Muss man ja tatsächlich traurig dazu sagen. Weil Kitty und ich ja jetzt erst seit einem Vierteljahr spielen. Da haben wir noch gar nicht die Masse an Sachen, die zum Beispiel Shailen hat. Der hat das Spiel ja von Anfang an. Und der hat natürlich viel, 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 viel mehr an Dekorationen und wie wir. Mein ganzes. Weil ich es umgeschmolzen hatte, genau. Oh, schon Schreck gekriegt. So, das ist Essenszeug. Dem Eierzeug schon gesammelt. Also einmal hoch zu den Blümchen und einmal hoch zum Essenszeug. Einmal Blümchen. Weil ihr seht, ich muss unbedingt das Lager weitermachen. Ich kriege nämlich hier so einen Anfall. Hier mit dem Obst und Gemüse und die Küche muss ich unbedingt weitermachen. Ele. Die Muscheln hätte ich auch rüber tun müssen. Oh. Das ist, wenn das Hirn noch nicht wach ist. So. So, dann zeige ich euch nochmal das Zimmer, was ich beim Dream Snaps abgegeben hatte. Fand ich mega schick. Das werde ich auch tatsächlich so lassen. Und zwar dieses hier. Die ist ja so alles Alte. Und ich wollte tatsächlich so ein bisschen so ein Studierzimmer machen, wie bei Merlin. Und alles voll mit Büchern. Und das gefiel mir mega toll. Und dann standen Merlin und ich standen dann hier mit einem weißen Raben und dann sah es gerade so aus, als hätte entweder Merlin mich besucht oder ich Merlin und dann sein Rabe. Ich hätte gern Archimedes gehabt, seine Eule, aber die ist ja leider noch nicht da im Spiel. Vielleicht kommt sie ja noch, wenn wir ganz fleißig alle Däumchen drücken. Und dann wollte ich gerne das so wie so ein Abenteuerzimmer, wo man aus aller Welt was mitgebracht hat. Und ich bin mal gespannt, ihr habt gesehen bei der Abstimmung, dass es tatsächlich noch nicht fertig ist. Ich bin mal gespannt. Kittys Bild sah auch mega cool aus. Die ist drüben in A Rift in Time gewesen, in dem einen Wüstenbereich, wo das Schiffswrack ist. Und hat dann wie so eine Pirateninsel gemacht. Das sah auch mega toll aus. Ja, hier den Vorderraum werde ich auch nochmal umändern. Das ist natürlich die Anfangszeit. Hier ist... Genau, hier ist dieses futuristische Zimmer.
wo ich ja eingerichtet hatte für das eine Wally-Ding und. Oh. Gezählt hat es nicht. Warum auch immer. Muss ich auch irgendwann nochmal ein bisschen umändern wieder. So, was machen wir denn? Nein, wir wollen jetzt keine Hausordnung, wir wollen jetzt auch. So, wir gucken jetzt dann erstmal. Einmal da hinten zur Werkbank und dann machen wir einmal die ganzen Ei-Sachen. Wir haben nämlich. Die ganzen Ostersachen hier, das da. Frühlingseier, Frühlingsei. Okay, das heißt, wir müssen die erst anbauen. Oder warte mal, wo ist Wally? Wo ist mein kleiner Wally? Wally ist bei sich zu Hause. Na, dann gehen wir doch da mal kurz hin. Wally hat nämlich täglich Aufgaben für uns gehabt. Ich habe sie nicht täglich gemacht, weil, ja. Wuchert hier bei dir mein Wally-Mäuschen. Okay. Na? Bleibt doch nicht überall hängen, Eulalia. Ja, dann gehen wir mal zum Wally, zum Wally-Schätzchen. Ah, wie ich das liebe. Steht er nämlich neben mir. Genau. Hallo, Moni. Wir wollen Häschen auf der Flucht beginnen. Du willst, dass ich. Jo, lass uns das machen. Jo. Auf dem Hauptplatz. So. Heißt, wir fangen jetzt da unten die Häschen ein. Das eins. Nummer eins. Nummer zwei. Da, nein, das ist mein Fuchs. Ich kann sagen, da rennt er schon das dritte Häschen. Ja, komm hier. Nummer drei. Das ist ein Eichhörnchen, das ist kein Häschen. Da ist Nummer vier. Da, und wo ist Nummer fünf? Hinten rennt Nummer 5. Manche Menschen sind es alle 5 Häschen gefangen. Oh, die Schnucki, hier bin ich, bleib stehen. Häschen auf der Flucht. Eben. Dann kriegen wir nämlich von jedem. Einmal auf diese gelben Eier. Wally bleibt hier. Lass uns das machen. Okay. Lass uns abhängen. Schön bei mir bleiben, mein Wally-Mäuschen. So. Grillkorb mit Blumen her, genau. Keine Blümchen mehr.
die Quest könnt ihr jeden Tag oder konntet ihr jeden Tag machen und habt jeden Tag da im Endeffekt was herstellen gekonnt. Kann ich jetzt was von der Osterdekoration schon herstellen? Kann ich immer noch nichts herstellen. Okay, wir müssen definitiv dann noch anpflanzen. Das passt ganz gut. Wir nehmen dich jetzt mal eiskalt mit, Werkbank. Schnapp dich mir. Befrachte dich mal ganz mit hin. Ich wollte sowieso irgendwo noch mal eine craften. Deswegen werde ich jetzt die erstmal mopsen. Ja, ich will auf jeder Ebene, also auf jedem Bereich will ich eigentlich so eine Werkbank hin tun, dass wenn man da was macht, man nicht immer so in der Weltgeschichte rumrennen muss. So, mein Wally-Mäuschen. Wir müssen jetzt hier einmal durchenden. Wir müssen nämlich da diese alten Eierdinger anpflanzen. Dann werden wir gleich nochmal einen Zaubertrank machen für die Gießkanne. Wir brauchen die goldenen, wir brauchen den Sugar. So, dann sammeln wir jetzt das Papier auch noch mit ein. Das heißt später, wir müssen die Hand aufheben und das ist nervig. So. Sammeln wir hier das Zuckerrohr nochmal auf. Eine Erinnerung. Was? Nur Geld? Das ist ja langweilig. Ich habe mir gedacht, ich krieg eigentlich mal eins der Erinnerungen fertig. So, genau, hier diese Eierdinger. Ich habe aber schon welche hergestellt. Das weiß ich. Weil ich den nämlich schon anpflanzen wollte. Ich wollte den einen Tag streamen. Und dann hat ja mein Internet mir ganz lieb den Stinkefinger mal wieder gezeigt. Und gesagt, nee, über Ostern hatte ich ja gar kein Internet. Also gerade mal so viel, dass ich spielen konnte. Streamen war mehr wie lachhaft. Da hat das Internet so doll gelacht, dass es einen Hustenanfall gekriegt hat bei mir. So. Pflanzen wir dann an, dann machen wir gleich mal diesen Schnellwachstrank. Ich hoffe, die kann man mit diesem Schnellwachstrank schnell wachsen lassen. Das war nämlich jetzt der Burner. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie lange die brauchen. Es wird Zeit, die heutige Speise vorzubereiten. Könntet ihr mal hier alle wegrennen? Ich will euch gerade nicht. Weil wir müssten sogar noch einen fertig haben, glaube ich. Ich habe den Gießtrank, glaube ich, den wir von Merlin gekriegt haben, nicht benutzt oder bekommen. Eins von beiden. Wachstumselixier. Reicht für 20 Anwendungen. Wollen wir doch.
und einmal. Das ist jetzt das Schöne, denn die haben es nämlich geändert. Du kannst jetzt aus jedem Stockwerk wieder aus deinem Haus. Das heißt, du musst nicht immer von dem Stockwerk bis ganz runter und kannst dann raus. Nein, du kannst jetzt aus jedem Stockwerk raus. So. Dann einmal benutzen. Und jetzt heißt es gießen, Molly-Mäuschen. Ah, okay. 20 Pflanzen kann ich damit also. Okay. Na, dann gießen wir auf jeden Fall die einmal fertig. Immer schön eure Helferchen dabei haben. Fehlt nämlich als Gemüse, das heißt, sie kriegt immer was raus. Wir haben hier auf jeden Fall einiges. Einiges an Gemüse. So. Kann eigentlich mal Greenlight genau Dorf kommen. Da kommen die Eier nicht her, haben wir. Oh, cool. Da kommen die Eier nicht her. Okay, wir brauchen noch 30 Eier. Dann. Was haben wir da noch? Eiderdau-Dekoration, Geschmackstest im Frühling. Oh, Frühlingsschokolade. Okay. Nochmal alle Bereiche. Eigentlich bin ich da so ein neues gekauft. Oh. Das sind die, die man ja so zähmen kann. Muss man eigentlich mal gucken. Heute nicht da. 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 Und die Äffchen drüben, da habe ich ja noch nicht alles freigeschalten. Deswegen. Ja. Ist das sowieso egal. So. Okay, wir sind Platz 2076. 4000 Mondsteine. Brrrr. Mich würde ja tierisch interessieren, was der erste Platz kriegen würde. Aber 2076. 4000 Mondsteine. Das heißt, wir können uns definitiv. Schnucki, du darfst definitiv jetzt mitlaufen. Ja, bitte. Und wir haben dann. Oh, ist das. Muy macho, muy macho. Ist das herrlich. Die Geschenktüten für Weihnachten wären auch interessant, aber die will mir tatsächlich noch aufheben. So, und dann machen wir doch mal hier unser Kästchen auf. Was gibt's denn da? Bitte was Tolles, was ich noch nicht habe. Das könnt ihr noch nicht haben. Das habe ich schon. Das habe ich auch schon. Ah, schade.
Käseposter. Okay, eine Käseposter hatte ich doch noch nicht. Und den anderen, den zu bei einer anderen Farbe, da hatte ich das Strandtuch schon, okay. Frühlingsturm, da fühlt sich mir weniger einsam. Aha. Tolle, tolle Ei-Anspielung. So. So. Wir müssen auf jeden Fall. Wie gesagt, macht bei diesem Dreamsnap-Zeug, macht einfach mit, reicht ein Foto ein. Wenn ihr 900 Mondsteine kriegt, kriegt ihr 900. 4000 ist jetzt tatsächlich das Höchste, was ich gekriegt habe. Also, dass ich in den 10.000ern bin, das ist tatsächlich das erste Mal gewesen, dass ich wirklich so hoch gekommen bin. So, Eierbogen. Einmal her, bitte. Einmal herstellen. Schreckliche Eiersessel. Herstellen. Kann ich jetzt das andere auch noch? Ich will mir dafür jetzt schon wieder die Eier. Eierkörbchen. Also Eier sammeln. Wir müssen die wilden Eier sammeln. Weil ich das hergestellt habe, genau. Also. Weg. So, da wollten wir zum Dorf. Da kommen die Eier nicht her, das müssen wir ja nochmal machen. Müssen wir die platzieren? Dekoration. Okay, also können wir auch die anderen Sachen dann nochmal herstellen. Wir werden trotzdem nochmal ein paar wilde Eier sammeln. Dass wir die andere auch einmal hergestellt haben. Und dann schauen wir mal, was wir dann da noch. So finden. Ich werde auf jeden Fall demnächst mal drüben in der Rift in Time ein bisschen was von der Zeit sammeln müssen. Die ist nämlich ganz schön mau, 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 mau. Und dass wir dann da drüben auch mal weiterkommen, weil wir haben ja noch Gebiete zum Freischalten, die wir unbedingt freischalten müssen. Und es gibt ja auch noch es gibt ja auch diese uralten Maschinen, die einen helfen. Und da gibt es eine, die ist mega cool, kostet zwar auch Zeit. Also diesen Zeit der Sand, Sand der Zeit. Aber man platziert die in einem Gebiet und dann sammelt die alles für einen auf. Dass du es nur noch aus der rausnehmen musst. Das heißt, du musst dann nicht in jedem Gebiet einzeln rumrennen und machen und tun, sondern du stellst es hin. Das da, los, mach mal. Und dann kannst du loslegen. Und ja, das brauche ich bitte. Lass doch rein.
Hier, das muss unbedingt wieder durchlaufen. Ich habe auch schon angefangen gehabt. Ihr seht, das so ein bisschen einzuteilen. Da drüben soll Ariel und Ursula habe ich da schon platziert. Da auf der anderen Seite von dem Segelboot soll denn Prinz Erik hin. Und hier wollte ich den Vaiana-Bereich hin machen mit Maui und ihrem Boot. Und hier drüben dann das von Stitch und den Verkaufsdings, denke ich. Ja. Weiß ja, wenn nicht noch alles kommt, da gedacht, ich mache Donald hier und dann vielleicht da irgendwas. Letztens hatten sie auch ein Stelzenhaus drin. Das sah mega cool aus. Das hätte ich gern gekauft, aber ich hatte nicht genug Mondsteine dafür. Ich könnte deine Hilfe gut gebrauchen. Nee, ich mag dich nicht, Simba. Simba ist total fies. Der ist hier fast der Bösewicht. Der ist schlimmer wie Scar. Bei Scar ist man drauf eingestellt, aber Simba ist ganz böse. Der ist nämlich hier. Der fragt immer, wer denn der wirkliche Herrscher von Dreamlight Valley hier ist. Und dann aber nicht irgendwie nur so, ja, wer ist denn jetzt, sondern so richtig ganz böse, hinterlistig, was man eigentlich von Scar erwarten würde. Scar rennt einfach rum und sagt, er ist der Herrscher. Damit kann ich leben. Aber dieses hinterlistige Gefrage von Simba finde ich ganz schrecklich. Der zerstört so ein bisschen. Das Weltbild des armen Simbas. Hier müssen wir auch weitermachen. Das ist eine Mini-Quest mit der schwebenden Angel. Und guckt mal, ihr seht, die Casita ist jetzt da hinten schon hingewandert, wo ich es angekündigt hatte. Und ich hatte hier Merlins Bereich fertiggestellt. Aber ich habe ja jetzt das Piratending gekriegt. Den würde ich hier ja fast glatt mit hin tun zu Merlin. Aber ich finde den Garten eigentlich so süß, wie er ist hier. Oder ich mache dann hier hinten den Platz vielleicht noch so schön in den Dschungel mit rein. Da könnte ich dann auch noch ein bisschen mehr Dschungel, weil das hier ist ja die Dschungelwand. Kann ich hier noch ein bisschen mehr Dschungel machen. Und dann mache ich hier hinten einfach so dieses Flug der Karibik. Ziehe ich denn hier so bis hier so ein bisschen vor um den See rum. Falls das Jahr kommen sollte, werde Vaiana einfach da an Ursula mit ranrutschen und dann habe ich hier noch so ein bisschen Platz für Fluch der Karibik. Vielleicht kriegen wir ja die Black Pearl irgendwann. Ach, wäre das herrlich. So, Yoshi, schau, 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 schau. Dann gucken wir mal, ob wir noch mal ein, zwei von den Eiern finden. Dadurch, dass man ja die Eier für das Saatgut brauchte, was ich nicht wusste. Haben wir natürlich jetzt einiges an fürs Saatgut draufgeknallt. Und jetzt fehlen uns die Eier, um Dekorationen herzustellen. Da habe ich jetzt auch wieder hier runterwandern lassen. Gefiel mir da oben nicht. Da oben muss ich dann auch nochmal gucken, wie ich das unbedingt da mal herrichte. Und keine roten Bahnhof. Hier muss ich ja auch noch weiter mit der guten Fee machen. Muss ich mal gucken, wie ich das hier hinwusle. Ich finde es nur schade, dass man das Haus hier nicht umstellen kann. Ich hoffe, das füge sie vielleicht noch irgendwann hinzu. Ich habe auch noch nicht ganz rausgefunden, was das mit denen hier auf sich hat. Keine Zeit, gibt nichts, außerdem habe ich dich schon. Hier das Haus von Jack muss ich auch noch mal hinzufügen, weil ich ja das eine Haus eigentlich auch noch gern platzieren wollen würde von eben dieses Christmas. Ja, wie viel haben wir dann auf jeden Fall noch gesammelt?
11. Mal gucken wir unten auf der Ebene nochmal. Vielleicht liegt da noch ein oder zwei. Den Campingplatz hier muss ich auch nochmal ein bisschen weiter wuseln. Den ich da um den Wohnwagen machen wollte. Nicht, nicht. Keine Iron mehr. Keine Iron. Ach. Naja. So, dann einmal ab nach Hause ohne Pause. Ich hab doch noch eine Dekoration irgendwas gemacht. Mit Eiern. Die Hände waschen, ha? Ach, gesteigt. Wie kann ich den da drin platzieren? Ich jetzt einmal ganz Licht damit an. Oh, jetzt kann man sogar nach Sternen. Den haben wir mitgemacht und den haben wir mitgemacht. Seht ihr hier Disney Park? Westlichkeit in Screamlight Valley. 100 Jahre fest. Oh, die haben wir natürlich nicht mitgemacht hier. Die beiden haben wir Monster. Und Winter. Lampe, wie süß. So, was müssen wir denn jetzt noch? Geschmackstest im Frühling. Okay, wir müssen im Endeffekt ja, die Osterschokolade eigentlich essen, oder? Geschmackstest im Frühling, ja. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir da das Schokoei auf jeden Fall nochmal machen. Da haben wir das Rezept hier noch gar nicht. Mal kurz. Ich muss einmal ganz kurz euch da hinschieben. Einmal nach Frühlingsschokolade.
Eine Wichtige Stachelbeerkuchen, Schokowaffelsteig. Ich. Ich. Wollten wir nicht. Eine Schleichwerbung. Zuckerrohr. Ah, es gibt zwei Gerichte. Okay, dann werden wir beide auf jeden Fall nochmal kochen. Also für das eine brauchen wir einmal alle drei Eier und ein Basilikum. Aber ein Ei? Brauchen wir das andere? Nee. Frühlingsmimosa-Eier, genau. Und jetzt brauchen wir genau, und das ist das Frühlingsschokoladen-Eis. Eis, genau. So. Was brauchen wir jetzt noch? Zweites Mal. So, dann essen wir auf jeden Fall ich noch einmal. Und dann werden wir jetzt einmal schnell draußen die Kürbisse ernten, dass wir ein bisschen was von der Energie auf jeden Fall noch mal weg haben. Wir möchten gerne ernten. Wie ich das immer liebe, dass sie dann immer kreuz und quer anfängt, irgendwo zu ernten. Also mal die Kürbisse raus, Wally. Schmeiß die Kürbisse raus, dass wir wieder ganz viel Geld verdienen. Dagobert macht einen nämlich irgendwie immer arm. Ich weiß auch nicht warum. Nein, ich will das jetzt nicht pflanzen. Nein, ich will das nicht. Oh, ich hasse es. Ich hasse es so sehr.
kann man auf den Flur befreien. So. Da jetzt nur den Rest werde ich pflücken. Immer noch nicht. Nein, ich möchte ernten. Danke. Mal gucken, ob wir überhaupt noch Kürbis haben. Weil allzu viel Money, Money, Babdi, da, die, da, die haben wir ja auch nicht mehr. Malalia, lauf! Lauf, Forest, lauf! Manalope, keine Zeit für dich! So, wie viel Kürbis haben wir denn gekriegt, dank Wally? Oh, guckt euch das mal an. Über 200 Kürbisse. Dann nehme ich doch mal Butter. So. Haben wir hier noch Kürbisse? Wir haben noch Kürbisse. Ich denke zwar nicht, dass es fürs ganze Feld reichen wird. Aber wie es auf dem einen können wir dann auch Ananas anpflanzen. Dann machen wir hier erstmal die Ananas mit drauf. War eigentlich a Rift in Time. Aber ich habe ja die Gärten extra hier so angelegt, dass ich hier alles durchpflanzen kann. Auch wenn es hier nicht schneller wächst. Aber das ist mir wurscht. Dann habe ich das drüben, muss nicht immer rüber und über wechseln. Glücklicherweise kann man ja jetzt war ja klar, dass du jetzt so läufst. Nein, ja. Ja, dann fangen wir an zu pflanzen, Eulalia. Nee, man kann mittlerweile mit dem Schnellreisen kann man rüber und über. Ich habe mal gedacht, man muss immer wieder zum Boot und hier und da. Aber mittlerweile geht das tatsächlich, dass du immer schnell reisen kannst. Ganz werden wir es nicht schaffen. Bisschen fehlt. Das ist ein großes Feld. Da passen, glaube ich, fast 110 oder 120 Pflanzen drauf. Also knapp 100 Pflanzen passen hier hinten drauf. Deswegen habe ich das extra für die Kürbisse damals so angelegt. Durchgießen. Ich finde es schade, dass deine Helfer, wenn du das Gießen anfängst, nicht mitgießen. Das ist ein bisschen schade. Das hätten sie ruhig auch machen können. Wobei es ja dann die Maschinen gibt, die mystischen,
Die gießen auch, wobei die nicht zu empfehlen sind zum Ernten, weil die ernten tatsächlich immer nur ein was. Also wenn da ein Kürbis rauskommt, ernten sie auch nur einen Kürbis. Mit dem Helfer hast du halt das Doppelte, weil der Helfer dir ja in dem Fall ja dann auch noch mal erntet. Oh, dann können wir da das noch mal essen. Ah, okay. Nö. Das heißt, ich muss tatsächlich dich essen. Ja. Mag im Frühling, aber was haben wir denn noch im Frühling? Ja, Osterschale mit Ostereiern. Okay. Schale, Schale, Schale. Dann eins mit Waffeln, Schneewittchen, schließlich. Sushi. Mit Ostern. Nudeln, pochierte Eier. Seezungen, Spaghetti, Sushi, Sudo, saure Königsfrüchte. Fünf Sachen brauchen wir da. Okay. Dann suchen wir das nochmal. Alle mit Ostereiern wollen wir. Schale mit Ostereiern. Einmal her. So, Schale mit Osterei. Wir brauchen wildes Ei, fruchtiges Ei, Zuckerrohr und Kakaomehl. Okay, wir brauchen alles drei. Das heißt, wir müssen uns jetzt tatsächlich nochmal auf die Suche nach wilden Ostereiern machen. Wir die dann auch noch haben und dann haben wir das Oster-Event. Außer jetzt, dass das da groß werden. Oh, die sind sogar groß. Oh. Seht ihr, können wir die gleich ernten. Und kommt Donald auch noch? Nein, ich habe keine Zeit für mich. Ich habe keine Zeit. Heb doch auf. Oh, Eulalia. Manchmal stellst du dich an wie der erste Mensch auf der Welt. Auf. Ah, oh, zwei Eier bekommen die Eier nicht. Da kommen. Ah, nee, okay, wir brauchen noch dann mehr. Das heißt, ich werde dann jetzt noch auf jeden Fall ein paar wilde Eier sammeln. Mal gucken, ob ich das für das eine Rezept noch kriegen. Ich
habe mir beim ersten Mal gedacht gehabt, das sind aber komische Schneebälle. Als ich die das erste Mal gesehen habe, denke ich mir, irgendwie sieht das falsch aus. So, den einen kann ich da stehen lassen. Das sieht schick aus. Ja, ich Dummbatz hab halt alles für das Saatgut aufgebraucht. Da habe ich nicht dran gedacht. War halt mein Fehler. Er muss ja die ganze Arbeit machen. Einer muss ja. Noch eins. Ja, wir können das eine Gericht noch kochen. Okay. So. Dann kochen wir auf jeden Fall das eine Gericht noch. Und ja, ich werde dann gucken, dass ich noch mal ein paar von den Dingern sammle und die dann fertig mache. Und oh, dann haben wir den Sternenpfad recht gut durch und das Oster-Event. Auch fast fertig, sag ich mal in Anführungszeichen. Wir haben alles einmal gecraftet. Wir haben dann alles einmal gekocht. So, einmal dich. Einmal dich. Einmal dich. Nee, damit wird es. Nee, wir brauchen das da. Einmal das Kakao und einmal das Kakao-Ding. Und dann haben wir die Eierschale. Ja, Schale mit den wilden Ostereiern. So, die können wir dann auch gleich einmal reinfuttern. Alles, was gibt es da Schönes? Oh, das sieht ja süß aus. Das heißt, wir müssen eigentlich, ich muss eigentlich nur noch, ja, Eier sammeln und dann. Saatgut machen, anpflanzen. Damit ich das dann noch fertig kriege. Und dann habe ich das Oster-Event tatsächlich auch durch. Da waren wir super fleißig und irgendwie auch doch nicht. Nur gequasselt, eingekauft und mit den Eiern gespielt. Dann waren wir jetzt fertig. Noch mal ganz kurz rumflitzen. Aber ich denke nicht, dass jetzt hier noch was groß. Doch, da ist eins nachgespawnt. Aber ich weiß nicht, brauchte man ein oder brauchte man zwei für das Saatgut? Ja, nicht dran gedacht. Ich hätte jeden Tag mit Wally das machen können, dann wäre das, glaube ich, kein Problem gewesen. Aber dadurch, dass wir das haben, ich hoffe, dass der noch ein, zwei, drei Tage geht, dann kann ich das auf jeden Fall mit Wally nachholen und habe dann hoffentlich genügend für die Aufgabe, um sie fertig zu machen. Aber ihr Zuckerrohr im Wasser. Okay. Aber ihr seht, hier ist jetzt auch kein Ei mehr. Dann schauen wir noch einmal ganz kurz. Wir müssen auch unbedingt hier Ursula endlich mal hoch fertig leveln, dass wir dann hier ihren Traumbündel mal durchgehen können. Ihr müsst euch nicht wundern, ich habe Dagobert ausgewählt von A Rift in Time, weil die anderen mir alle immer hinterher gedackelt sind. Das war so gräuslich. Da habe ich ja eine Aufgabe genommen. Okay, wir könnten hier die Aufgabe nochmal machen. Oder wir machen Mirabelle.
Wir quasseln kurz mit Mirabelle, dann machen wir die eine Aufgabe da fertig. Ja, die wollte Onkel Dagobert und Donald helfen und irgendwie ging das mit den beiden so ganz schief und Mirabelle fühlte sich jetzt sehr schlecht. Wo ist sie denn? Ach, wenn ich sie nicht sehe, ist sie wahrscheinlich wieder in Casita unten drin. Ah ne, da oben bei mir ist sie. So, dann. Das, was ich eigentlich machen wollte, ist hier einfach so ein bisschen schnell huschi huschi und dann noch ein paar Quests machen. Ja, Pustekuchen. Und wie geht's Herrn Duck und Donald? Sie müssen sich nur beide ein wenig beruhigen. Ich denke, wenn wir Herrn Ducks Kassenschlüssel zurückbekommen, ist alles wieder in Ordnung. Das ist perfekt. Oh, und können wir auch etwas für die Waschbären im Wald der Tapferkeit tun? Donald hat sie mit seinem Geschrei ganz schön erschreckt. Vielleicht kann ich nach dem Kassenschlüssel suchen und die Waschbären füttern. Ich liebe diese kleinen Tierchen. Ich auch, aber ich glaube, nicht jeder hat hier Verständnis für sie. Man muss sehr geduldig sein. Sie werden nervös, wenn sie einen Fremden in der Nähe spüren. Du musst also auf die Haltung achten. Wenn sie auf ihre Hinterbeit stehen, darfst du dich nicht bewegen, sonst fliehen sie. Du kannst dich ihnen nähern, wenn sie sitzen, aber hör auf, dich zu bewegen, wenn sie wieder aufstehen wollen. Oh, und sie lieben Bären. Wieso weißt du so viel über Waschbären? Mein Cousin Antonio liebt Tiere. Er hat die Gabe, sie zu verstehen und hat mir beigebracht, worauf ich achten muss. Ich werde Dagobert den Kassenschlüssel bringen und inzwischen haben die Waschbären ihn wahrscheinlich vergraben. Ich werde etwas graben müssen. Adios. Cuídate. So. Füttere Waschbären. Na, komm. Ja. So, dann füttern wir die Waschbären und graben nach dem Schlüssel und dann. So, wo ist denn einer? Da ist einer. Bleib stehen, Kandidat. Lass mal auf Ecke gespawnt. Erschreckt. Was ist denn jetzt hin? Die kleine Scheißerchen. Was denn jetzt? Da ist einer. Kannst du mal stehen bleiben? Gänsefleisch mal hier bleiben. Das geht so nicht. Hallo, ich habe mich doch jetzt gar nicht bewegt. Außerdem ist da noch ein Ei gespawnt. Ich sehe die hier in meinem Garten nicht. Hast du mal kurz Zeit? Nein, ich habe keine Zeit, Harbert. Molly, magst du das Waschbärchen nicht einfach einsperren und. Also ich sehe jetzt gar keinen mehr, außer meinen Fuchsi. Das sind beide. Bärchen für dich. Ja, dich haben wir ja schon. Du warst, glaube ich, der Erste, den wir sogar hatten. So, jetzt müssen wir den anderen Kandidaten noch finden. Wo ist er denn hin? Da ist er. Ja. Ah.
Ja, ich finde das schade, dass sie Mikun von Pocahontas nicht extra reingebracht haben, sondern nur Waschbären. So, und jetzt heißt es graben. Aber wo graben? Wie ich das liebe. Nicht. Nicht immer mit dem Kopf schütteln, nicht immer nein, nein, nein sagen, sondern buddeln. Nein, kann ich nicht. Oh, ihr seht, Kürbis. Aber wo ist hier? Wo habt ihr jetzt den Schlüssel vergraben, ihr kleinen Witzbolde? Nein, kann ich immer noch nicht. Also. Ich dachte, dass sie, weil die hier mal hingerannt sind, die kleinen Schlawiner. Nein, da wollten wir jetzt eigentlich nicht rein. So, den Schlüssel haben wir jetzt. Bringen Dagobert den Schlüssel. Der ist doch hier gerade rumgelaufen, der Dagobert. Wo ist er denn? Wahrscheinlich ist der jetzt im Eilschritt-Tempo. Ah, nee, da kommt er. Er läuft auf uns zu. Er will seinen Schlüssel wieder. Ja, Dagobert, komm her. Ich muss mit dir sprechen. Den Kassenschlüssel. Sei gegrüßt, Nachbar. Charlie Bello, du hast meinen Kassenschlüssel gefunden. Vielen Dank. Ich weiß, dass ich immer auf dich zählen kann, wenn es darum geht, Probleme zu lösen, die andere verursacht haben. Ich hoffe, dass mein Neffe seine Lektion diesmal gelernt hat. Freundlichen Dank. Kehre zu Mirabelle zurück. Wo ist Mirabelle? Mirabelle. Mirabelle ist da unten. Okay. Naja, dann haben wir wenigstens eine Quest noch gemacht und. Ja, wie gesagt, ich werde da noch ein bisschen suchen und mit Wally die Aufgaben Warte mal machen. kurz. So. Hey,
Gelaufen ist er, wie ist es mit Herrn Duck gelaufen? Ist er immer noch wütend? Er war froh, seinen Kassenschlüssel zurückzubekommen. Allerdings schien er immer noch ein bisschen wütend auf Donald zu sein. Ich wünschte nur, sie könnten wieder so miteinander ausgehen wie früher. Sicher haben sie sich gelegentlich gestritten, aber nicht so wie jetzt. Ich habe so viele Familienfotos von ihnen aus der Zeit vor dem Vergessen. Moment. Fotos, das ist es. Ich suche ein glückliches Foto von ihnen in meinem Album, mache einen Rahmen und wenn wir sie dann vielleicht zu einem netten Abendessen zusammenbringen und, wow, nicht so schnell. Wie wär's, wenn du das Foto findest und ich mache das Essen und den Rahmen? So hast du Zeit, das perfekte Foto zu finden. Tolle Idee, Bella. Vielleicht kann der Rahmen etwas als Thema haben, das die beiden lieben. Nun, Donald liegt auf einem Boot und Dagobert Duck ist bekannt für seine Abenteuer, also vielleicht einen Muschelrahmen. Ich sollte für die Herstellung Glas, Weichholzmuscheln und Jakobsmuscheln kombinieren. Das könnte klappen, Bella. Für das Essen sollten wir etwas nehmen, das sie gemeinsam essen können, wie einen roten Obstkuchen. Hier, ich habe gerade dieses Rezeptbuch, das ich mir von Remy geliehen habe, darüber gelesen. Wir müssen uns bald wieder unterhalten. Boah, so. Stell einen Muschelrahmen her. Okay, dann machen wir das jetzt noch fertig. Ich hatte eigentlich gedacht, wir sind damit durch. Und dann ist Rembo. Ich habe F gedrückt. Ein obligatorisches F. Möge den Muschelrahmen herstellen. Lalalalala. Den Bärenkuchen noch und dann roter Obstkuchen. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht rausfinden, was da reingehört, sondern das steht da. Roter Obstkuchen. Und einmal ausfüllen, bitte. Danke. Hoppplatz, bis Mirabelle hier hochgerannt gekommen ist. Müsste eigentlich meinen, dass man questbedingt, dass sie einen da schon entgegenrennen. Beides geben. So. Aha. Das ist fantastisch. Vielen Dank für deine Hilfe, Bella. Ich werde alles zu Herrn Duck bringen. Wiedersehen. Hör zu, wie Mirabelle sich bei Dagobert entschuldigt. Herr Duck? Ah, Mirabelle, Mädchen. Ich hoffe, du lädst mich nicht wieder auf einen Spaziergang mit Donald ein. Naja, nicht ganz. Ich wollte dir das hier geben. Es macht mich traurig zu sehen, wie wütend du und Donald aufeinander sind. Die Familie ist so wichtig. Vielleicht ist dieses etwas, das du und Donald gemeinsam tun könnt, um dich daran zu erinnern. Ja, das ist ein schönes Foto von uns beiden, nicht wahr? Ich kann wohl nicht ewig auf Donald wütend sein. Ich bin sicher, dass es ihm genauso geht. Ich hoffe, dass dir das Essen schmeckt. Oh, das werden wir und du hast recht. Familie ist wichtig. Ich bin so froh, dass wir befreundet sind. Mit Mirabelle. So. Hallo. Ich sehe mal nach Donald, um zu erfahren, wie es gelaufen ist. Ja. Wir haben es geschafft. Donald und Duck haben sich verziehen. Sie stritten sich nur ein wenig darüber, wer wem zuerst verziehen hat. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Außerdem habe ich etwas Neues gelernt. Nicht alle Familien funktionieren wie meine. Nur weil etwas mit mir und Isabella geholfen hat, sich zu vertragen, heißt das nicht, dass es auch bei Donald und Herrn Duck funktioniert. Na
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe, Bella. Bis bald. Auf Wiedersehen. So, Quest erledigt. So, ihr Lieben, wie ihr seht, hier Halligalli auf der Ebene. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.